Zeus, Poseidon und Hades kämpften gegen die Titanen. Kronos und die Titanen wurden in den Tartaros verbannt, den tiefsten Teil der Unterwelt. Zeus wurde zum Herrscher über den Himmel. Poseidon neidet seinem Bruder diese Sphäre und will sie für sich. Kronos weiß das und verspricht Poseidon die Macht, falls er freigelassen wird. Poseidon? Nein. Ja, es gibt mehrere Stellen, an denen man in den Tartaros eindringen kann, aber Zeus versiegelte sie alle mit undurchdringlichen Toren. Diese können nur von einem Sterblichen geöffnet werden, Gargarensis. Das Tor. Das also sahen wir, als wir Erebos in Griechenland betraten. Ja, Gargarensis glaubt, wenn er den Titanen bei der Rückkehr hilft, werden Poseidon und Kronos ihn zum Dank unsterblich machen. Jo. Beseitigt diesen Erdrutsch, um aus der Unterwelt zu entkommen. Ja. Denken Sie daran, dass diese schattenmystische Einheiten mit einem einzigen Angriff töten können. Ja, wir haben also wieder Schatten unter uns. Und jede Menge Truppen. Also töten wir erstmal Teres. Das war wohl Teres, nicht wahr? Es ist schon lange her, dass du ihn in die Unterwelt verbannt hast, Arkanthos. Kämpfst du wieder alte Schlachten? Da löschen wir mit den Schatten erstmal die Armee hier aus. Weil für die sonst sind die Schatten nichts gut. Und die restlichen Truppen, die schicken wir einfach los. Achso, da ist noch ein Rächer im Weg gewesen. Ah, den sollte ich auch schnell loswerden können. So, jetzt muss der Felsrutsch aus dem Weg geräumt werden, aber dafür haben wir ja mehr als genug Einheiten. Da ist übrigens noch ein Priester. Könnte ich den blitzen? Nein, den kann ich diesmal nicht blitzen. Ja, und Zeus beschwört einen Gewittersturm gegen unsere Gegner. Na, zum Glück haben wir den Erdrutsch schon fast durch. Weil jetzt ist die Hälfte unserer Katapulte tot. So. Und weiter geht's gegen den Erdrutsch. Vater, wir müssen fort von hier. Jupp. Eure Feinde sind auf der anderen Seite des Meeres, Vater. Eure Flotte ist bereit. Ja, und das hier ist jetzt ein bisschen komisch, weil jetzt sind wir Hades und haben die bösen Einheiten. Wir müssen so schnell wie möglich einen Stützpunkt am anderen Ufer errichten. Mhm. Das ist übrigens unser Dorfzentrum gleich. Kannst du Reliquien einsammeln? Nein, du kannst keine einsammeln, schade. Aber zum Beispiel Kabos hier kann einsammeln. Oder Gargarensis. Da schleppt sie unterm Arm. Wir haben nämlich gar wirklich die bösen bösen Helden jetzt. Und unsere normalen Einheiten haben sich in mythische Einheiten verwandelt. Statue des Blitzes. Lege.
Petimus. So. Entladet bitte alles. Und dann werdet diese Kraken bitte los. So. Irgendwie ein Transportschiff ist noch nicht entladen. Genau das hier. Interior. Sehr schön. Lege. Binden Sie ein Heer aus und zerstören Sie das Weltwunder des Gegners. Hier oben. Poseidon aus dem Reich der Götter. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind übrigens dieses Mal wieder Griechen. Das ist ja nicht. Helden. Also werde ich erstmal einen Tempel hier irgendwo bauen, am besten hier. Dass wir die Reliquien einlagern können. Die wir so finden. Und Hades hat übrigens einen netten Zauber. Er kann nämlich Wächter aufstellen. So, Wächter von Hades. Und hier liegen verdammt viele Reliquien rum. Ich will nicht, dass ihr alle betet. Danke. Wow, da kommen jetzt aber viele Helipolis. Zerstört diese Belagerungswaffen! Die sind aber zum Glück geskriptet. Das heißt, es kommen nicht, hoffentlich nicht mehr so viele. So. Dann bauen wir hier mal einen Kornspeicher hin. Der hat übrigens auch Statuen des Blitzes, was übel ist. Deswegen halten wir uns erstmal von ihm hier fern, von unserem Gegner. Jo. Ziehen mal alle Ziegen, die wir haben, hier zusammen. So, wo haben wir... Hier hätten wir Gold. Gold und eine Kaserne. Und sogar Ballisten sind hier. So, die Statue der Blitze hier vorne, die reißen wir ein, die nerven nämlich nur. So. Oh, ist das ein Held? Ja, Achilles. So, wo zur Hölle ist jetzt Akanthos wieder? Der kann weiter Reliquien einsacken. Und du bitte auch. Alles, was wir so an Reliquien finden, bringen wir mal in unseren Tempel. So, und unsere Truppen bringen wir mal außer Reichweite von dieser blöden Festung da oben. Die können wir übrigens erdbeben, das Wunder nicht. Oder können wir das Wunder doch erdbeben? So, Gagarensis, sammelt mal das Ding auf. So, dann ein paar Aphrodite. Schneller Gunst aus Tempeln, das ist nicht schlecht. Gewölbe des Erebos, das klingt auch nicht schlecht. Ja, das auch. Ich habe Goldsammler. Ich habe jetzt eine Kaserne, da kann ich... Wirklich. Ich frage mich, wie viel Platz ich überhaupt noch in meinem Tempel habe, bevor ich einen neuen brauche. Mauern von Atlantis. Ja, da muss ich hier oben nämlich eindringen. Falls es einem nicht bekannt vorkommt, das hier ist Atlantis nämlich.
Leje? Ne. Prosteche. 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 So, Nahrung sammeln. Prosteche. Und einen Hafen hier bauen. Esto. Dass ich an Fische rankomme. Etemos. Okay, und unser Tempel hat keinen Platz mehr, also bauen wir einen zweiten. Prosteche. Prostagma. Prosteche. Malista. Leje. Esto. So, von unseren Gegnern haben wir erst einmal Ruhe. Gagarensis hat übrigens noch eine Reliquie, die wir einladen können. Lamm des Typhons. Hm. Allwissenheit, nein, das können wir uns... können wir vergessen. Eigentlich sollte ich mich ja wirklich auf mythische Einheiten beschränken. Wobei, was haben wir denn hier alles so? Erhöht die Sichtweite von Einheiten. Wälle werden wieder standsfähiger. Ich könnte zum Beispiel hier Wälle hinbauen. Wow, sind das viele Petropolos. Speer. Okay. So, du baust da noch was auf. Fischerboote verbessern und ein paar Verbesserungen auch kaufen. Mittlere Infanterie und einen Schießstand könnte ich auch gebrauchen. Wow, ist das eine Marine hier, ey. Lege, Tetimus. Widerstandsfähiger gegen Belagerungswaffen. Nee, ich brauche einfach bloß bessere Trireben. Gary. Lege, esto. Da wäre noch ein Dorfzentrum, was wir einnehmen könnten. Aber ganz ehrlich, wir brauchen keine Bevölkerung eigentlich. Ich brauche eigentlich in erster Linie Truppen. Truppen und... Ja, Fischerkutter. Πρόσεχε, βούλομε, τα λεύς. Und das ist das falsche Gebäude gewesen. Ich brauche so eins hier. Λέγε, μάλιστα. Ναι. Hier wäre noch die Büchse der Pandora. Alle mythischen Einheiten verbessern. Das wäre nicht schlecht. Mehr Panzerung gegen... wäre Panzerung für Infanterie. Das wäre auch nicht schlecht. Aber scheinbar können wir nur 5 Reliquien pro Tempel lagern. So, mehr Holz. Und ich könnte jetzt Elite-Infanterie machen. Und wenn ich genug Holz zusammen habe, eine Festung hier drüben bauen, die hier ein bisschen den Weg blockiert. So. Ja, und meine Hadeswächter, die holen meine die Gegner vom Himmel. Der Gürtel der Ebote erhalten mehr Lebenspunkte, ist nicht schlecht. Das Schiff aus Fingernägeln, okay. Das kann ich mal auslagern. Welle brauche ich nicht so unbedingt, weil ich keine Welle bauen werde.
Da kommen wir wieder in Angriff. Reicht des Bösen im reicht mythisches Zeitalter. Okay. Hätten Sie es verliehen.